Diese super tollen Signalisierungsspiegel, die kennst du sicherlich, die gibt es in Überlebenssets oder auch einzeln zu kaufen. Ist das eine gute Variante, wenn du in einer Notsituation auf dich aufmerksam machen willst? Oder solltest du doch lieber zur guten alten Notpfeife greifen? Wenn du wissen willst, wo die Vor- und Nachteile liegen und worauf es ankommt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labaté. Signalspiegel oder die gute alte Pfeife. Die Pfeife stecke ich mal weg, darüber sprechen wir etwas später, aber dieser Signalspiegel hier, das ist so ein Teilchen hier, Scheckkarte, ein bisschen dicker, also deutlich dicker, aber relativ leicht. Da ist ein Schutz drauf, den würde ich auch nicht abnehmen. Erst dann, wenn du das wirklich brauchst, und dann hast du einen Spiegel. Und mit diesem Spiegel kannst du wirklich auf weite Distanzen Notsignale geben. Ein wichtiger Punkt, hier ist auch so ein Stern drinnen, siehst du das? Und das ist nicht der Stern der Chinesen, der kommunistischen Partei, weil das kommt alles aus China, sondern der ist dazu da, um hier durchzuschauen, und dann kann ich mein Ziel ungefähr anpeilen und damit, weil ich sehe es ja in der Distanz nicht, ich sehe ja nicht, wo ich wirklich hinreflektiere. Und daher soll das hier helfen. Also ich persönlich halte das nicht für so cool. Ich halte das, so wie ich das gelernt habe, mit dieser Methode hier. Und da sehen wir dann auch schon, wo wir das Problem haben bei dem Spiegel. Aber egal. Ich schaue durch meinen Mittelfinger und durch meinen Ringfinger. Und da bewege ich den Spiegel hin und her. Und dann sehe ich, okay, da blinke ich hin. Aber es gibt da ganz, und das ist auch cool, das funktioniert auf ganz weite Distanzen. Das Problem dabei ist, das funktioniert dann und nur dann, wenn wir Sonne haben. Okay, gut, nicht. Aber auch nur, wenn in diesem Bereich hier ungefähr das Element, die Menschen, das Flugzeug, das Objekt, muss man richtigerweise sagen, zu sehen ist oder auftaucht, dass ich mit diesem Signalspiegel erreichen will. Dann geht das großartig. Blinkt kilometerweit. Wirklich ganz, ganz weit. Ist das daher eine gute Sache? Hm, weiß nicht. Lustigerweise bei dem hier, ich gebe da auch den Link auf Amazon, ist auch eine Pfeife mit dabei. Die aber, darf ich das so sagen, wie in Österreich sagen, ein Schaß mit Quasteln ist. Die ist einfach nicht laut genug. Ja? Aber wenn das eine richtig gute Pfeife wäre, dann ja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt kommen wir zur Pfeife. Die Pfeife hier, die hier auch auf Amazon kauft, hör mal, also die ist laut, die ist wirklich laut, und wenn man jetzt zum Beispiel SOS macht, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, oder das alpine Notsignal einsetzt, wenn dir das alles nichts sagt, ich gebe da unten den Link einerseits zu meinen Büchern, da wird das alles beschrieben, Überlebensbücher, Überleben in der Natur in Notsituationen, oder, ich meine, das mache ich jetzt billige Eigenwerbung, es gibt bei uns auch richtige Ausbildungen, Survival Coach, Survival Trainer Ausbildungen, gebe ich da auch unten den Link. Also das ist sozusagen der Unterschied, aber da ist noch was. Und zwar, wenn ich jetzt hier im Wald bin, ich bin mitten im Wald, und ich hätte jetzt meinen Spiegel, dann würde mir der sehr wenig helfen, weil ich mit der Reflexion meistens gar nicht rauskomme. Das heißt, in offenen Flächen, Wüste zum Beispiel, ja, warum nicht? Ich meine, er hat zu viel Gewicht, also nehmen wir das mit, ist ja kein Problem, ich habe nichts dagegen. Aber da muss einfach klar sein, dass das ein sehr enges Spektrum ist. Wenn du wirklich Signalisierung abdecken willst, dann brauchst du in Wahrheit beides, und zwar richtige Pfeife, nicht dieses Quetscherl da hinten, ja, das Kinderspielzeug, sondern eine richtig fette Pfeife. Da gibt es auch andere von Phoenix und sowieso, und überhaupt, die noch lauter sind. Also, aber in Wahrheit reicht sowas hier aus. Und zum Beispiel hier im Buschkraftareal auf Altula, aber ich mache immer billig ein, wir haben jetzt ganz einfach so. Das ist so, wenn jetzt zum Beispiel der Tobias alleine unterwegs ist, der ist jetzt mittlerweile schon 11, aber auch da, aber wie er noch kleiner war, war mir das ganz wichtig, dass er immer so einen Pfeiferl mitnimmt. Denn wenn sich der irgendwo in den Wald hinein vertschüsst, da kann er mit einem Spiegel und auch mit Rufen, hallo, hallo, da hörst du nichts mehr. Nach ein paar 100 Meter hörst du das Schreien nicht mehr. Diese Pfeife hier ist aber nicht so weit zu sehen, nicht so weit zu hören, wie man die Spiegelung hier sieht. Aber deutlich weiter. Natürlich, da hängen jetzt viele, viele Aspekte damit zusammen. Ne? Haben wir Wind? Wenn es stürmisch ist und ich höre jetzt schon langsam wieder den Wind in der Distanz, der überdeckt alles, da kannst du pfeifen, was du willst, das hört man nicht. Du musst genau wissen,
was deine Elemente, diese Objekte, diese Ausrüstungsgegenstände, die du hier mit hast, was die können, wo das Einsatzgebiet ist, wo es anfängt und wo es aufhört. Ich meine, ich finde das super. Du kannst hier ja auch andere Dinge damit tun. Du kannst jetzt dort im Notfall nachschauen, wo ist der Glassplitter oder der Holzsplitter oder die Mücke, die mir ins Auge gefallen ist. Da gibt es viele Einsatzgebiete und es ist ja auch relativ stabil, das muss man gleich einmal so sagen, ist alles in bester Ordnung, also ich habe da, es ist super. Nur der Spiegel allein, auf den würde ich mich zumindest in Mitteleuropa nicht verlassen, würde auf jeden Fall eine Pfeife mitnehmen. Das ist war eigentlich, oder wenn ich mir nur eines von den beiden aussuchen darf, dann würde ich die Pfeife mitnehmen. Und warum ist das so? Und jetzt mache ich wieder billige Eigenwerbung hier, die 600 Survival-Tipps, aber bei den 10 Survival-Regeln habe ich ein Beispiel gebracht. Und zwar von einem Mann, der in eine Gletscherspalte gefallen ist. Das war in Tirol und der ist da ein paar Tage drinnen gehängt und der hat immer wieder gerufen. Und er hat auch, ich glaube, er hat dann für Bild in Deutschland ein Interview gegeben und in dem Interview hat er gesagt, er konnte schon nicht mehr rufen. Er ist da hängen geblieben, also irgendwie mit den, ich weiß nicht, mit Stöcken, da ist er auch drauf gesessen und da hatte er auch Nahrung und so weiter. Auf jeden Fall, er konnte sich auch fast nicht bewegen, also er konnte sich nicht bewegen. Na, wo ist es denn jetzt hier? Wurscht, ist auf jeden Fall da drinnen. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Und auf jeden Fall hat er halt gemeint, er konnte schon nicht mehr rufen. Und über der Gletscherspalte ist dann wieder eine Gruppe vorbeigekommen und haben ihn rufen gehört. Da könnte er mit dem Spiegel hätte einpacken können. Eine Pfeife hätte ihm weitergeholfen. Vielleicht hätte er zu dieser Pfeife nicht ran können, weil es im Rucksack war und er ist richtig drinnen gehängt. Das ist jetzt ein spezielles Beispiel. Und man soll Beispiele nicht verallgemeinern, aber sie geben uns ein Gefühl, in welche Richtung es geht. Ne? Ich mache da immer dieses Spiel, was wäre wenn? Was wäre, wenn diese Situation eintreffen würde? Es gibt bei den Rucksäcken, Tasmanian Tiger zum Beispiel oder auch Helicontex und wie sie alle heißen, billige Eigenwerbung gibt es natürlich auch alles bei mir im Shop, die haben sehr häufig hier beim Brustgeschirr eine kleine Pfeife, die auch wirklich was kann. Also nicht so ein Klumpert wie das hier. Das ärgert mich nämlich, wenn ich Ausrüstung drauf habe, die ja eigentlich sehr gut gemeint, ich habe beides, ich habe eine Pfeife und einen Spiegel und dann ist die Pfeife einfach ein Schaß. Ja, das ist fürchterlich. Aber sei es drum, ich könnte mir dann hier sozusagen, hätte man auch pfeifen können. Das ist natürlich nichts, eine Pfeife, das Geräusch hört man nicht so weit, wie die Spiegelung zu sehen ist. Aber die Spiegelung funktioniert nur auf offener Fläche, nur wenn ich ein Ziel, ein Objekt, eine Person dann habe, die ich auch wirklich sehe und anpeilen kann und anspiegeln kann. Und natürlich, und das ist auch ganz entscheidend, wenn dieses Objekt zwischen Sonne und mir durchgeht und durchfliegt. Sonst hat es keinen Sinn, eigentlich geht es um Fliegen. Das heißt, das hat sein Einsatzgebiet. Zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel im Sea Survival, wenn man da diese Rettungsbojen hat, dass da ein Spiegel mit dabei ist, der da automatisch mit eingebaut ist. Coole Sache. Denn da gibt es dann vielleicht irgendwelche Wasserfahrzeuge, die man anblinken möchte. Da gibt es vielleicht irgendwelche Flugzeuge, die drüber fliegen, die man anblinken möchte. Da wird eben ein Pfeifer einfach einpacken können, weil einfach die Distanz so riesig ist. Da kann ich pfeifen, was ich will. Die Pfeife kann so groß sein, es hört kein Schwein. Und besonders in einem Flugzeug. Ich meine, hört sich vielleicht jetzt auch mittlerweile schon anders an, aber du weißt, was ich meine. Oder in einem Schiff, ja, da ist es laut. Das könnte gesehen werden. Aber wir müssen uns immer überlegen, wo bin ich denn? Und wenn du wandern bist, und das ist es so mein Aspekt, ich bin jetzt draußen in der Natur, bin jetzt da drinnen in dem Wald und ich falle hin und kann nicht mehr weiter, bin aber noch bei Bewusstsein, bin nicht bewusstlos und möchte signalisieren. Möchte vielleicht den Leuten auch signalisieren, die ich vielleicht vorbeigehen höre irgendwo, dass ich da bin, da pfeife ich auf den Spiegel, da ist die Pfeife nämlich das richtige Pfeifinstrument. Das ist zumindest meine Meinung. Aber was meinst du dazu? Schreib mal gerne einen Kommentar. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn du dir das kaufen willst, kaufst dir gern, aber die Pfeife ist bei uns zumindest sinnvoller oder du hast eine Kombination, weil so viel wiegt das jetzt auch nicht und wenn du das im Rucksack irgendwo dabei hast, es ist ein Spezial in einem ganz speziellen Feld, sicher hocheffektiv, deutlich effektiver als die Pfeife, aber mit der Pfeife hast du häufigere oder ein breiteres Spektrum ganz einfach im Griff. Das ist meine Meinung. So sehe ich das. Natürlich muss wieder billige Eigenwerbung ran. Hol dir eines von meinen Büchern, gebe da unten den Link zu mir in den Shop. Oder wenn du selbst Survival Coach, Survival Trainer werden willst und hier etwas tiefer in die Materie reingehen willst, entweder weil du Kurse geben willst oder weil du das einfach wissen willst. Denn am meisten lernt ja immer der Lehrer. Gebe ich da auch unten den Link zu unseren Ausbildungen. Und natürlich, wenn du auf Gehe stehst, dann der Reini Rossmann Erbes oder der Bushcraft Bio oder was auch immer.
Das war's jetzt mit der billigen Eigenwerbung. Schreib mal gerne einen Kommentar, lass uns gerne diskutieren. Interessiert mich brennendst, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten. Ich genieße jetzt noch die Sonne hier im Buschkraftareal auf Waldhöhl.at. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.